Die Französin Stéphanie Frappard wird als erste Frau in der langen Historie der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer eines der Spiele leiten, und zwar die Partie Deutschland gegen Costa Rica am Donnerstag. Der 38-jährigen Schiedsrichterin stehen im Al-Bayt-Stadion nördlich von Doha die Brasilianerin Neuza Back sowie die Mexikanerin Karen Diaz Medina zur Seite. Vierter Offizieller ist Said Martinez aus Honduras. In dieser Funktion war Frappard beim 0:0 zwischen Mexiko und Polen vor gut einer Woche zum Einsatz gekommen.